Hallo und schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute zu einem ganz speziellen Griffvideo. Und bitte jetzt nicht sofort abschalten, denn es geht nicht um einen sinnvollen, funktionellen Griffaufbau. Es geht darum, inwiefern beeinflusst ein nicht optimaler Griff den Golfschwung. Und ich zeige euch jetzt mal drei unterschiedliche Griffe. Ich zeige euch einen Griff, der, man nennt es, zu schwach ist, bei dem die linke Hand nicht ausreichend über den Schläger hinweggreift, sondern zu sehr an der Seite liegt. Dann zeige ich euch einen Griff, bei dem die linke Hand zwar weit genug über den Griff hinweggreift, aber das über eine Rotation des Arms, anstatt über ein Beugen des Handgelenks. Das nennt sich dann ein gefakter Griff. Und ich zeige euch noch einen Griff, bei dem ich die linke Hand ganz okay aufbaue, aber die rechte Hand definitiv zu sehr oben rüber drehe. Hierbei ist dann nicht nur die rechte Hand, sondern auch der rechte Arm zu weit rüber gedreht. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich Golfschwünge sehen mit dem Griff, mit dem Griff und mit dem Griff. Und ihr werdet von der Seite vor allen Dingen, also von dort, wahrnehmen, dass, obwohl ich nur den Griff ändere, der ganze Golfschwung anders aussieht. Als kleinen Anhaltspunkt nochmal einen Schlag mit einem neutralen Griff. Hierbei schaue ich, wie schon in vielen Videos erklärt, funktionellen Griff aufbauen, dass der Schläger durch die Finger läuft und die Hand sich oben auf den Griff beugt. Damit der Schläger wirklich unten durch die Finger läuft, muss die Hand oben auf dem Griff sein. Rechte Hand passend dazu. Und aus diesem Griff ergibt sich dann solch ein Schwungmuster. Somit treffe ich den Ball ganz ordentlich. In dem Moment, wo ich meinen Griff jetzt verändere, ändert sich mein ganzer Schwung. Und ich starte mal mit einem Griff, der deutlich zu schwach ist. Das heißt, die Hand beugt sich nicht oben auf den Griff, sondern die Hand liegt seitlich am Griff an. Meine Handfläche liegt jetzt nicht auf dem Griff, sondern neben dem Griff und die Handfläche selbst zeigt eher vom Körper weg in die Richtung. Effektiv habe ich nun meinen Unterarm zu wenig rotiert, also zu wenig über den Griff hinweg rotiert. Und deswegen, weil zu wenig Unterarmrotation da ist, werde ich im Ausholen jetzt nicht winkeln können. Der Winkel geht automatisch jetzt eher in so eine Position. Durch den schwachen Griff links ergibt sich plötzlich so ein Golfschwung. Und es entstehen dünne Treffer, weil ich plötzlich nicht mehr richtig winkeln kann, dadurch, dass der Griff zu schwach seitlich ist und nicht weit genug oben drüber greift, entsteht im Ausholen keine Winkel, sondern eher eine beugende Bewegung der Hand. Das wiederum sorgt aber dafür, dass die Schwungbahn zu flach wird, dass die Armebene zu flach wird und dann wiederum dazu, dass der Schläger zu wenig zum Boden zurückschwingt. Also häufig dünne Treffer, fette Treffer und mangelnde Länge, weil ich meine Handgelenke nicht richtig einsetzen kann. By the way, jemand, der mit dem schwachen Griff doch den Winkel richtig setzen würde, hätte das Problem, dass der keinen Ball geradeaus kriegt. Die Bälle würden alle extrem nach rechts abhauen. Und zwar richtig weit nach rechts abhauen. Denn durch den schwachen Griff ist der Schläger im Treffmoment zu offen. Das Beugen der Hand macht die Schwungebene zwar scheiße, um das mal salopp zu sagen, allerdings schließt es wiederum die Schlagfläche. Das heißt, es hat den Vorteil, dass der schwache Griff ausgeglichen wird. Ärgerlich ist aber, dass dadurch die Schwungbahn so flach wird, dass die Treffer scheiße sind. Also Schlagfläche wird zwar besser, aber Schwungbahn passt nicht mehr. Und daher muss man bei solch einem Spieler unbedingt an den Griff gehen, damit die Bewegungen sitzen. Das gleiche gilt für einen Spieler, der die Hand zu viel über den Griff hinweg dreht. Das heißt, wenn der ganze Arm sich über den Griff dreht,
habe ich in der Ansprechposition viel zu viel Unterarmrotation nach rechts. Das führt dazu, dass der Schläger hier zu flach weggeht. Und ein Schläger, der hier flach weggeht, den werde ich im zweiten Teil der Ausholbewegung automatisch wieder zurückrotieren. Also im Grunde entgegengesetzt rotieren, als ich eigentlich möchte. Eigentlich will ich Schläger steil wegnehmen und den oben flach machen. Durch den überdrehten Griff ist das Takeaway aber flach. Und weil ich das Takeaway flach mache, muss ich den Schläger im Ausholen wieder steiler gestalten. Hierbei entstehen auch dünne Treffer, fette Treffer. Es können sogar Sockets entstehen. Also ein ganz unglücklicher Schwung, der über den Griff quasi schlecht manipuliert wurde. Denn der Griff führt mich dahin. Dünner Treffer und in dem Fall jetzt sogar eine starke Linkskurve. Denn ärgerlicherweise ist der Schläger so gar nicht wirklich geöffnet, sondern er ist sogar leicht geschlossen. Nur wir können nicht richtig winkeln und es entsteht, wie gesagt, diese Tendenz aus einem flachen Start. Dadurch, dass der Schläger flach startet, kreuzt er, also dreht er sich oben um und flacht im Abschwung wieder ab. Und diese sehr, naja, sehr wilde Bewegung im Ausholen macht Treffer schwierig und sorgt für einen viel zu starken Eintreffwinkel von innen. Also für einen Schläger, der sich zu sehr von innen nach außen bewegt. Dann ist dummerweise die Schlagfläche, wenn sie zum Ziel zeigt, zur Schwungbahn aber stark geschlossen. Und schon kurvt der Ball stark links weg. Ganz davon ab, dass ich den Ball dünn treffe und dass ich mangelnde Länge habe, weil ich irgendwie den Schlag retten muss. Also auch da eine doofe Positionierung des linken Arms in der Ansprechposition führt zu einem unglücklichen Takeaway. Und dann muss ich das im Schwung kompensieren und retten. Und das macht die Sache halt nicht leichter. Letzter Griff. Linke Hand mache ich mal ganz ordentlich. Aber die rechte Hand drehe ich jetzt mit dem Arm mal komplett oben drüber. Ich habe in einem Video schon mal erzählt, wie Armrotationen sein können im sinnvollen Setup. Unterarmrotation, Oberarmrotation. In dem Fall rotiere ich jetzt meinen Unterarm und meinen Oberarm mal gänzlich zum Körper und greife so viel zu stark über den Schläger hinweg. Auch von der Seite sieht man deutlich, mein rechter Arm ist deutlich vor meinem linken Arm. Und diese Bewegung führt dazu, oder dieses Setup führt dazu, dass ich nun den Schläger viel zu steil wegnehme. Schläger, der hier zu steil weggeht, wird oben zu flach und schwingt dann zu steil zurück. Das wird ein sehr harter Bodentreffer jetzt gleich. Autsch. Eindeutig. Und es entsteht plötzlich ein Pulsschleiß, also ein Ball, der links startet und rechts kurvt. Denn durch die zu steile Armebene, durch die unsaubere Unterarmrotation, also durch ein unglückliches Setup, habe ich im Ausholen zu wenig Unterarmrotation. Und das führt dazu, dass die Arme deutlich zu steil nach oben heben. Diese Tendenz führt dazu, dass ich von außen nach innen schwinge und meine Schlagfläche ist leicht offen durch den schwachen Griff in der rechten Hand. Also entsteht eine Links-Rechts-Kurve und auch hier wieder mangelnde Länge. Ihr seht, Griffhaltung spielt eine enorme Rolle für nicht nur eine saubere Schlagflächenstellung, sondern auch für eine saubere Schwungbahn. Denn derjenige, der so greift, der wird zu steil ausholen. Nur über die Korrektur rechten Arm nach hinten rotieren, sodass der Oberarm quasi außen rotiert ist, der Arm neben der Brust hängt, und nur die linke Hand greift zum Griff zurück, führt zu einem völlig anderen Setup und dann zu einem völlig anderen Golfschwung. Geiler Golfschlag. Und zwar nur, weil ich meinen Arm anders gestellt habe. Das gleiche zum linken Arm. Greife ich zu sehr von unten, also zu schwach, entsteht tendenziell, anstatt ein Winkeln und Lösen, ein Beugen und nach hinten ausholen. Nur aufgrund der Griffposition. Mir fehlt
Unterarmrotation im Ausholen. Was mache ich also? Ich bringe die Hand nicht von unten, sondern von der Seite an den Griff, um die Hand, nachdem die Finger rumgegriffen haben, mehr über den Griff herüber zu drehen, zu beugen. Das ist ein stärkerer Griff und schon ergibt sich eine flachere Schwungbahn. Entschuldigung, eine steilere Schwungbahn, weil ich jetzt winkeln kann. Naja, der Schlag war scheiße. Auch mit einem guten Griff können schlechte Schläge entstehen, aber ein guter Griff erlaubt mir, die Bewegungen sinnvoll auszuführen. Kommen wir also jetzt noch ein letztes Mal zu dem Griff, bei dem die Hand in sich zu sehr rüberdreht. Hier liegt der Schläger nicht in den Fingern und die Hand beugt sich auf den Griff, sondern hier liegt der Schläger in der Handfläche. Das heißt, die Hand ist komplett über den Griff hinweggedreht. Das führt dazu, dass ich zu viel Unterarmrotation in der Startphase habe. Der Schläger geht flach weg. Im zweiten Teil wird er kreuzen und auch das führt zu dünnen Treffern, aber in dem Fall häufig mit starken Linkskurven verbunden. Derjenige braucht im Grunde nur eine Ansprechposition, bei der zwar der Oberarm nach rechts, aber der Unterarm nach links rotiert ist. Denn erst im Ausholen soll Unterarmrotation passieren und nicht schon durch eine provozierte Ansprechposition. Das wirkt jetzt alles kompliziert, aber am Ende soll es nur verdeutlichen, wie wichtig eine neutrale Griffhaltung nicht nur für die Schlagflächenstellung, sondern auch für die Schwungbahn und Auswirkungen auf Schwungbewegungen sind. Also, sprecht im Zweifel, wenn eure Bälle nicht das machen, was ihr wollt, mit eurem Golf-Professional. Oder überprüft einfach mal euren Griff. Ich habe ein paar Videos dazu gemacht. Funktioneller Golfgriff, Start Smart, in der Start Smart-Reihe hat einen Griffaufbau mit drin. Wobei ich den aus dem 3 funktionelle Wege, einen Golfgriff aufzubauen, noch schöner finde. Schaut mal rein und legt wirklich Wert auf euren Griff. Denn der Griff ist die halbe Miete. Nicht nur für Schlagflächenstellung, sondern wie man gesehen hat, auch für Schwungbahn. Also, so viel dazu. Bis die Tage. Ciao, ciao.